Zwerg ist hier unten. Da ist ein Zwerg. Geht ihr auf ihn drauf? Ah, ich bin auch tot. Oben. Fuck. Versuch mal. Hey und zusammen und herzlich willkommen zur nächsten großen Folge von Minecraft Legend. Und zwar befinden wir uns wieder in, kurz vor der Nexus-Schlacht. Und ich hab eine Kiste. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann habe ich, glaube ich, mal gesagt, dass ich keine richtige Dia-Rüstung habe. Also keine richtige, komplette, ordentliche, sag ich mal. Und da hat jemand gesagt, er hat keine Dia-Rüssi. Habt ihr dann mal etwas, hoffe, du freust dich. Dwintak ist einer unserer Kampfmeister. Und holy shit. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh Gott, bist du verrückt. Ne Set, bist du wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh Gott, vielen, vielen Dank. Oh Gott, ich muss ihm jetzt erstmal antworten, ey. Das ist ja Wahnsinn. Er hatte mir hier schon mal geschrieben, hast du schon gesehen? Und dann, ich muss ihm jetzt erstmal. Ne? So. Ach Gott, ich hatte noch gar nicht reingeschaut. Ich hatte ihm nur geantwortet, dass ich es halt schon gesehen habe. Und holy shit. Also ehrlich. Wow, also vielen, vielen Dank. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich. Ich kann gar nicht reden. Oh mein Gott. Ja, also der Nexus dürfte gerettet sein, denke ich mal. Ich meine, ich habe so. Halt, das ist nicht die Ender Chest. Ich muss mal kurz mein Inventar ein bisschen leeren hier. Nämlich die Pfeile, Pflanzenzeug. So, da weg. Monster Loot hatte ich hier. Da weg. Kriegshaube. Ich habe mich im TS momentan noch gemutet, aber ich werde gleich, wenn der Nexus losgehen sollte, mich muten und den TS dann laufen lassen. Also ich werde während der Nexus-Schlacht nicht wirklich viel tun. Ich werde die Kiste hier mal sichern. In 20 Minuten öffnet sich der Nexus. Kann ich die sichern? Ich würde die gerne sichern. Achso, mit der leeren Hand muss ich drauf, ne? Oder auch nicht? Ja gut. Aber. Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Ich brauche jede Menge Level, um das zu identifizieren. Oh mein Gott. Ich pack jetzt mal. Ich räume jetzt hier gleich mal mein Inventar leer und räume ein bisschen auf und. Oh mein Gott, pack ein bisschen was in die Ender Chest rein, damit ich nachher richtig, richtig gutes Equip habe. Dwintak ist, glaube ich, für den Nahkampf zuständig und Jared für den Fernkampf oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall zwei Kampfmeister, einer für den Nah-, einer für den Fernkampf. Und wenn es jetzt gleich mit dem Nexus losgehen sollte, ich werde mich jetzt noch ausreichend equippen, dann werde ich, wie gesagt, nicht sehr viel reden, sondern werde den TS und die Kampfmeister reden lassen und werde selber nicht sehr viel sagen. Also ich werde mich selber im TS muten natürlich. Aber ihr werdet wahrscheinlich nicht sehr viel von mir zu hören bekommen. Von daher wundert euch dann nicht. Ich würde sagen, dann bis gleich. So, ein letztes Mal vor der großen Schlacht noch eine kurze Ansage von mir. Ich befinde mich jetzt hier bei dem Nexus-Tor. Es wird viel durcheinander geredet werden und es wird wahrscheinlich auch viel durcheinander laufen. Ich werde aber versuchen, dieses Mal auch wirklich alles aufzunehmen. Das letzte Mal ist es ja leider ein bisschen schief gelaufen. Hier wird gerade viel durcheinander geflüstert auch und es geht vielen auf die Nerven und keine Ahnung, egal. Was soll's. Jedenfalls, wie gesagt, ich werde nicht sehr viel reden dabei. Ihr werdet hauptsächlich den Chat hören, den TS meine ich. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Dann sehen wir uns gleich, wenn es losgeht. So, eine Minute. Ab jetzt gilt's, alle direkt vor die Steinmauer kommen, bitte.
Die Games haben gerade noch kurzes Meeting dafür, ihren Taktik zu besprechen. Alle nach vorne kommen, stell dich ganz dicht an die Mauer, Leute. Dichter geht nicht. Okay, man darf gespannt sein. Hashtag Elfenpower. Devin, sagst du mal was zur Taktik? Ja, paar gleich. Fragen. Gleich. Alle voll essen jetzt. Hört auf anzuhandeln, Leute. Alle voll essen. Dicht an die Mauer, wir laufen direkt los. Direkt die Treppe hoch. Alles klar. Und go. Brauchst du mir jetzt die 3G Wasser wieder? Dann geh ich halt wieder. Alle go, einfach durchlaufen. Am besten haltet ihr euch so ein bisschen hinter mir. Wir sind noch gut in der Zeit. Lauft einfach. Ich würde ja gern. Wir sind einfach die Einzigen hier. Einfach durchlaufen, weiter die Treppe hochlaufen, einfach durch. Ich kann nicht mehr rennen. Warum rennt er nicht? Okay, Stärkeschrein. Eigentlich wäre das der Stärkeschrein. Jared, wo bist du gerade? Alles ein bisschen laggy hier. Weiter unten? Naja, ich bin ein bisschen weiter oben, aber auch nicht ganz oben. Bei mir ist einfach so, ja, von ein bisschen nach vorne. Was zum... Boah, es laggt einfach übelst. Wenn wir hier oben raus sind, sammeln wir uns hier. Hier sammeln. Kommt da hinten. Werden wir verfolgt? Weiß das jemand? Also da das so leckt, denke ich mal, dass auch Leute einfach von anderen Fraktionen zwischen uns stehen können und wir bemerken das spannt alle mal euren Bogen hier runter schon. Alle Bogen hier runter spannen. Solltet ihr irgendjemand von der anderen Fraktion sehen, schießen. Der Trupp, der zu dem Blindness schreien will, läuft jetzt zu dem Blindness schreien los. Ja, kommt links an der Treppe vorbei. Ich muss die sehen. Die Leute. Schießt auf die Leute, die da sind. Am besten mit Enterhakenpfeile, Leute. Wir ziehen hier einfach in die Masse rein. Oh, Menschen, ganz viele Menschen. Und Fisch, ich geh jetzt los. Es laggt einfach ultra. Armin, such dir zwei Leute aus. Ihr geht zu dem weniger Rüstungsschrein jetzt. Julius, kommst du? Armin, Freddy, Fox und Mr. Flashback, ihr lauft zum weniger Rüstungsschrein jetzt. Schnell, ihr müsst euch beeilen. Leute, die Zwerge. Soll ich mir zwei Leute snippen und zum Speed laufen schnell? Ja, mal Leute, die Zwerge kommen, ne? Bämmt eure Pfeile drauf. Oder nicht? Das bringt doch nichts, guckt euch das die mal Map an. Das hängt ja alles in der Luft. Das ist dasselbe wie beim letzten. Ja, Jared sucht jetzt zwei Leute und lauft zum Speed. Ja, Anna und... Ach, wer verfolgt den da? Anna, kommt gleich mit dir. Ich runter. Einfach Pfeile weiter raufschießen, Leute. Ja, Devin, das kannst du wirklich vergessen. Die Map lädt nicht. Okay, und alle... Okay, dann laufen wir alle mal weg zum rechts zum Speedschrein. Alle zum Speedschrein laufen. Lass sie mal hochkommen. Alle zum Speedschrein laufen. Oh, das ist ja nee, schrecklich. Wir müssen hier vorne warten. Die Map lädt ja, hier unten ist ein Zwerg, Leute, ne? Einfach leck zum Speedschrein laufen. Auch so? Ja, wie gesagt, die Map lädt außerdem nicht nach. Ah, ich sehe es. Ja, dann geht dann lauft einfach mal alle, Fall. Lauft einfach mal alle zum Speedschrein. Zicke, Blindness-Trupp, zieht euch am besten auch zurück. Wohin sollen wir zurückziehen? Zum Speedschrein. Versucht zum Speedschrein zu springen. Wie gesagt, bestimmt kriegen jetzt gleich einfach mal verstecken. 10 Millionen Leute ach. Schaden und. Ich wollte gerade sagen, es werden jetzt ja wahrscheinlich viele sau viel Schaden bekommen, weil es so geleckt hat. Ja, eben. Und dann wird jetzt wahrscheinlich auch die ganze Chat-Folge spammt sein mit der ist tot, der ist tot. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wir sammeln uns alle bei der Speech-Plattform obendrauf.
Wir haben es so gut gemacht, dass wir die da alle geblockt haben. Die werden sich jetzt alle gegenseitig abschlachten, sobald der Leck zu Ende ist. Ach, ja, aber das andere ist, wenn was ja, der Leck ist. Leck ist es waren doch da so viele Menschen dort, ne? Wo sind die alle hin? Ich glaube, die sind einfach sozusagen durch uns alle. Wir sind am Schreien, wir sind am Schreien. Obwohl wir das so nicht Blindness. Bemerkt haben. Sollen wir Blindness einnehmen? Ja klar. Ja, dann nimmt mal einen, wenn ihr an den Schreien seid. Ach nee, das ist Schwäche. Auch gut. Facebook. Das war so klar. Das war einfach so klar. Dann hast du gehört, was ich gemeint habe? Ja, hab ich. Einer muss hier bleiben. Weil wo sind die ganzen Leute hin? Ja, Leute, rüstet mal eure Enterhakenpfeile aus, wenn ihr von euch aus welche dabei habt. Ne, leider nicht. Oh, jetzt bin ich schon wieder mit 29 Level hier reingegangen. Oh, ich bin so dumm. Ach, was soll's. Alles für das Volk. Ich hoffe, das war's jetzt auch mit den Lecks dann. Boah, ey. Welche Leute? Holt die doch hoch, springt doch nicht runter. Ja, siehst du, man kann den nicht mal hitten hier, also. Ja, aber dafür wird er jetzt wahrscheinlich in 10 Sekunden. Ja, das ist ungefähr, ich glaube, 4 Zwerge im Wasserfall. Oh, die Welt lädt nicht. Oh, jetzt wurde ich gerade getroffen. Oh, Alter, ich habe noch 2 Herzen. Oh, ich habe Hunger. Das ist also, ein Hungerfall hat mich, glaube ich, getroffen. Passt auf, Leute, jetzt kommt so langsam der Schaden, den ihr bekommt, ne? Okay. Ich habe einfach noch 2 Herzen. Ring. Hier ist nicht der Schrein. Wenn ihr auf einmal schaut, irgendwas falsch hier. Ist ein Goldapfel. Wie viel Zeit ist noch bei dem Schreiben da? 80 Sekunden. Irgendwas ist hier falsch. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ist Sebastian noch da? Ja, Sebastian ist noch da. Ja, wo seid ihr alle hin? Wie mein? Sebastian, hast du Zugriff auf die Auslastung vom Server? Nein, habe ich leider nicht. Ich kann nur so viel sagen, es geht schon in Skype-Gruppe gut her. Von den Devs und mit Kevin. Was wird denn da geschrieben gerade? Wird neu geschrieben? Es geht halt nicht um die Decks. Ja. Aber so langsam beruhigt das Server sich wieder. Langsam beruhigt das sich. Jetzt kommt, du betrittst den Speech rein. Ich bin einfach schon seit über einer Minute hier drin. Aber das ist eigentlich immer so. Wenn alle 4 Fraktionen aufeinandertreffen, ist das ein Fall gespammt. Das ist echt krass. Ich finde, man sollte allgemein Bögen verbieten, weil. Die Menschen laufen jetzt los, ne? Also passt auf. Okay, 45 Sekunden. Ich hab euch verloren, wo seid ihr? Problem ist, wir kriegen, glaube ich, nicht noch mehr Hardware rein. Ich weiß nicht, der Twilight-Server, den werden wir das nicht anzapfen. Ich bin gerade beim Jump-Boost-Schrein. Soll ich den einen? Mach einfach. Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich bin irgendwo in den Wald gerannt. Wieso spammt ihr denn da Pfeile rein? Da ist doch niemand. Wie lange ist der Schrein noch? Kann man jemand das sagen? 30 Sekunden. 30. 108 Sekunden bis zum Jumpschrein. Jetzt wurde jemand getötet. Ja, Elfen. Ja. Nee, ein Schrein, Mensch. Das sind doch alle Elfen doch gerade. Ja, bei mir kann ja nicht sein, dass das jetzt gestorben. Bei mir auch. Warum spammt ihr die Pfeile? Das bringt voll nichts, Mann, diese ganzen. Bei schwächeren Schreien sind jetzt alle Menschen. Oh shit. Die Zwerge nehmen jetzt den. Ja, jetzt geht's, die Pfeile fliegen wieder normal. Was nehmen die Zwerge rein? In der Boost-Schrein. Schrein weg. Sind 4 oder 5 Stück. Unter was für einem Schrein stehen die? Jump Boost. Okay. Und überlebt bitte. Jungs, hört mal auf, Pfeile zu schießen, Leute. Leute, ich kann nicht Leute, sagen, die Menschen haben die Schwäche schreien, so Menschen viel, haben Schwäche schreien. Dass ihr bitte einfach nur alle überleben sollt. Mehr nicht. First Mode, da sind ein paar Zwerge. First Mode, geh weg, wird weg, neu weg, gestartet, weg. Sebastian. Das kann ich alles nicht sagen. Ich weiß nicht, wie Kevin das jetzt weiterregelt. Das ist gerade nicht sehr gut. Ja, also ich habe jetzt wieder Schaden gekriegt. Eigentlich geht es wieder. Dann Kevin, Leute, kommt zurück. Gelaufen. Keiner läuft los. Kommt zurück. Bleibt lieber hier. Der wird 100% neu gestartet, wette ich. Ansonsten würde Kevin nicht so defensiv spielen. Hab einen getötet. Ich hab noch keinen Mensch gesehen. Doch, da, jetzt 2 Stück. Oh. Ich bin mal ganz kurz weg. Geht erstmal, aber versucht defensiv zu spielen, würde ich jetzt als Taktik geben. Oh shit. Ja, Leute, und vor allem, ihr könnt euch immer noch dran erinnern, ihr wisst, wie schnell wir beim letzten Mal beim Nexus waren, ne? Aha. Ja. Heißt, wir haben noch eigentlich genug Zeit. Vor allem der Nexus ist noch nicht mal übernommen, also eingenommen. Sehr gut, Klimp. Hä, wo sind die denn?
Limke, entmute dich mal gerade bitte, wo seid ihr gerade? Wir sind am Spawn, also wir wurden eben von hinten angegriffen. Also wir sind da bei dem, wenn man links aus dem Spawn rausgeht, da ist so ein Felsen näher, am Nähe des Schreins da. Wie viel ist da los? Wer ist da? Sind da nur die Zandaren? Eben war richtig viel los, also eben waren Menschen und Zandaren und Zwerge eigentlich. Ich hab ein Pferd gefunden. Aber jetzt ist hier eigentlich gar nicht so los. Dromball, kommt zurück bitte. Leute, geht nicht zu 200 plus 600. Da sind sehr, sehr viele Menschen. Ungefähr da die Koordinaten. Ja, und die kommen auch zu uns. Also wenn die kommen, dann... Bammen. Die standen alle auf einer Brücke und haben mich beschossen. Ist weniger Rüssi schreien? Zicke, wo bist du gerade? Zicke, bist du bei weniger Rüstung noch? Ja, die Zwerge. Da kommt Sinus, da kommt nichts an darin. Achtung! Keiner mehr da. Leute, Enterhakenpfeile. Hört auf, da ist keiner mehr. Hört auf. Und vor allem, Jungs, Enterhakenpfeile. Ich hab doch keine. Es tut mir leid. Nice, Klimke, sehr gut. Klimke rasiert gerade. Mit Enterhakenpfeile schießen, Leute. Da ist niemand. Doch, da sind sie. Da kamen gerade Pfeile raus. Da kommen welche raus, auf jeden Fall. Er hat hier irgendjemand einen normalen Pfeil für mich? Tschüss. Ja, wie heißt du? Nicht hingehen. Wie sind eure... Wie sind eure Koordinaten? Ich hab mich verlaufen. Schon wieder ein Pfeil. Nee, ich hab schon, danke. Okay. Kann da, ich jetzt sind da Elfen. Okay, hört auf Pfeile zu schießen, Leute. Hört auf! Spannt an! Auch nicht anspannen, hört auf! Kann mir jemand eure Koordinaten sagen? Ich hab mich verlaufen. Ohne Witz, Leute, wenn ihr jetzt noch... Jetzt wenn sie wieder kommen wollen, können die wieder schießen. Leute, einer sneakt. Wurde rangezogen. Dennis und Julius sneaken. Wir sind in der Kanalisation. Sollen wir zum Nexus hoch? Spam. Nein, geht nicht hoch. Hier sind gerade welche vor uns langgelaufen. Ich habe aber nicht gesehen, wer. Warum gehen die rein? Nein, Zicke, wo bist denn du gerade? Armin, du... Ich weiß nicht, ob es Elfen waren oder Zwerge. Armin, wo bist du gerade? Und was macht der Pleitenstrupp? Sagt mal gerade bitte, Leute. Ich brauch Infos jetzt. Nee, wir sind aus dem Wald raus, wir sind gerade in der Kanalisation. Irgendwas ist im Wald falsch. Der ist irgendwie anders. Zieht euch zurück. Ich hab ne Idee. Zieht euch zurück. Oh. Darf ich nochmal fragen, wie eure Koordinaten sind? Ja. Wir sind gerade bei minus 155 und 684. Dankeschön. Klimke rasiert. Alter Klimke, wo bist du? Ich will auch. Sebastian, hast du jetzt weitere Infos, ob es weitergeht oder ob Neustadt wird? Weitermachen erstmal. Wieso habe ich 20 Punkte? Klimke kommt, Morinell kommt da mal raus. Weil wir einen Schrein eingenommen haben. Ach so. Immer noch niemand beim Nexus. Nein, Psyduck noch nicht. Wo sind denn die anderen so? Armin versucht mal zu uns zu kommen. Scheiße, die haben die Stärke auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Taktik die verfolgen. Also ich check's gerade noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich bin wieder da. Dwin, jetzt, wie sieht's aus? Seid ihr immer noch hier? Ja. Hey Leute, das ist einer Teammate. Von uns. Kleck, spring ins Wasser. Zwerge haben. Was haben die? Nexus. Jetzt sind Nexus. Okay, Dromball. Warte, bleibt mal alle stehen, nicht laufen. Es sind aber nicht viele gewesen, es waren nur 10 oder so. Dromball, GAG-Team und. Warte. Einer noch. Und Bauhand. Ihr bleibt bitte hier beim Speedschrein. Der Rest läuft jetzt wieder zurück. Alle auf diesen Weg gehen. Okay. Die Namen, die ich genannt habe, bleiben bitte hier. Wartet hier, oder? Noch nicht rauslaufen. Ja, doch, ja. Sammelt euch hier draußen vor. Mal ein bisschen was vor. Bringt der Schrein Angus? Ein Angus, was? Angus. Nein, das sind Angus-Schreine. Da oben seid ihr alle draußen? Da oben auf dem Berg. Sollen wir zum Nexus hoch?
Das ist nur einer, Leute. Hört auf, wir müssen weiterlaufen. Nein, lauf weiter. Wir sind noch weiter. Also, sammeln wir. Nein, weiterlaufen, mir nachher. Leute, mal ganz kurz. Krefkas und ich, wir laufen schon. Wir sind gleich oben beim Nexus. Pass auf, wir werden sterben. Ja, ich weiß, wir warten jetzt, glaube ich, hier gleich in der Röhre und hoffen, dass sie auch mal kommt. Armin, wo bist du gerade? Leute, wartet da vorne, wartet. Mutet euch bitte nochmal alle. Wir laufen hier wieder rechts an dem, am Fluss entlang. Ich nehme den weniger Lebensschrein ein, okay? Nee, wir gehen jetzt erstmal auf den weniger Rüstung hier rechts. Oh nein, mein Spiel hat alle schon wieder irgendwelche Fehler. Über den Fluss. Wenn ich glaube, es sind noch ein paar Nachzügler, die sind da nicht da geschwommen. Sind nicht so viele Zwerge. Goldäpfel essen und draufraschen. Goldäpfel essen und draufraschen. Das sind nicht viele. Einfach drauf. Einfach drauf jetzt. Los, wir müssen hoch. Einfach raus jetzt. Jetzt drauf. Wir müssen drauf. Sagt ihr uns, wenn ihr die Treppe hochgeht dann? Also wenn ihr in Reichweite vom Nexus einfach seid. Drauf, ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Shit. Bei dem läuft er, oder? Was? Bei dem läuft er, der hat gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, glaube ich, getötet. 7 Leute getötet. Oh Gott. Hey Leute, das ist Mast. Hey Leute, wir sind so viele und die sind so wenige. Warum? Ich hab nichts gesehen. Es tut mir doch leid. Weil wo wart ihr denn? Nichts mehr gesehen. Die alle Vampirsäbel drin. Die ist nur One-Hit. Eben, komm mal da oben wieder runter. Das lohnt sich echt gar nicht. Die sind da nur zu viert eigentlich. Ja, komm mal erstmal wieder ein bisschen da unten runter. Die wie sind viele leben, nicht wie viele leben da oben jetzt noch? Hier habe ich gerade gesehen, 4 Namen. Wir sammeln nee, von uns. Wie viele sind von uns noch am Leben? Ja, wir sind noch gut. Warte mal, wie viele Zwerge sind da oben? 4 Leute. Ja, ich habe gerade 4 Namen gesehen. Ey, das ist doch so nein, krass. Nein, ist noch mehr, ist noch mehr. 7, 8, 9. Die haben gesneakt. Komm, Sider, komm weg da. Okay, in 10 Sekunden ist der weniger Lebensschwein eingenommen. Sollen wir es wagen oder sollen wir es nicht wagen? Ey, jeder, der gestorben ist, passt auf, oben auf dem Berg stehen die und ziehen euch hoch, damit okay, Leute, gehen wir auf ein bisschen. So, Schrein eingenommen. Lass uns hochgehen. Jetzt müsst ihr hoch. Jetzt drauf. Ja, los, Leute, oder? Versucht es. Boah, andere Chance haben wir runter, nicht. Zieh runter. Genau, auch wenn die Intact-Quelle hat, versucht die runterzuziehen. Das ist auch eine gute Idee. Nein, mir runtergefallen. Weniger Lebensschrein könnte gleich. Das Problem ist, dass ich da oben einfach nicht sehe. Jeder, der tot ist, versucht wieder die Treppe hochzulaufen. Wir sammeln uns wieder am Speed. Sind da jetzt Blöcke dazwischen? Ich sehe die eigentlich, aber irgendwie anscheinend auch nicht. Seid ihr noch oben am Nexus? Ein Zwerg ist hier unten. Da ist ein Zwerg. Geht ihr auf ihn drauf? Ah, ich bin auch tot. Fuck. Oh Gott, nein! Dann zieht ihr euch auch nochmal zu dem Speedrun zurück. Oh Scheiße! Ich hab einen reingezogen. Oh nein, ja, wäre ich doch im Wasser gelandet, Mann. Wie viele killt er denn dieser Probe on? Das ist doch. Jungs. Wir gehen tot. Ich will Two-Hit, Alter. Kommt mit. Nee, Leute. Okay, versucht da nochmal wegzugehen. Versucht die da noch so zum Stecken. Okay, das war's. Ja, ich guck mal, ob ich in meiner Ender Chest noch ein bisschen Equip habe. Ich bin tot. kann ich mal grad was sagen? Ne, wie kriegen die das hin? Hä, wie? Einer hat mich one-hitted mit voll Gier. Ja, es ist so, Leon, wenn die weniger Rüstung haben, das ist so übertrieben. Gib's doch mit. Ja, ich bin dann weg. Wow. Ich hab keine Kurve, gar nichts. Es gibt Nachschubtrupp, nimm dir einfach was. Daydog, gehst du zurück? Ja, ich hole mir jetzt Equipment. Achtung, sehr weniger Leben. Gerrit, warte, Gerrit, warte. Das bringt doch nichts. Die Welt gleich alle Eisenrüstung. Ja, Eisenboot. Also man sieht auch hier dieser Blue Fire. Ich weiß ja nicht, was die da machen, ne? Aber die gehen da durch wie alles andere. Ja, hier war der ja, die haben alle. Hat. Ich weiß nicht, was die für Klimpfe passiert immer noch weiter. Der mich getötet hat, der kam von hinten und hat einfach so oft geschlagen, Alter. Das war unmenschlich. Dennis, mitkommen. Kommst du denn? Richtig drauf gehauen. Und wo ist der Nachschubtrupp? Nimm so. Ja Leute, dann hört auf jetzt noch so viel reinzulaufen. Wir schenken den anderen so nur noch viele Punkte. Wer sein Equip noch hat, noch nicht gestorben ist und gerade mitten irgendwo auf der Map ist, versucht euch irgendwo zu verstecken und euer Equip zu saven.
Der Rest läuft bitte nicht mehr los. Ja. Okay. Okay. Gut, dann gehe ich wieder mehr in unsere Normalwelt. Aber ich habe mindestens 28 Punkte geholt. Ich habe auch irgendwie 40, ich weiß nicht wieso. Ich habe 36. Weil wir die Schreine eingenommen haben. Ich habe 36. Sebastian? Wir drei versuchen das hier noch, Diolus Dennis. Versuchen, ja, ein paar Menschen zu töten. So, und jetzt Crack-LP zurück. Können wir wieder in die Normalwelt? Crack-LP zurück. Morinell, Michael, du bitte abstellen, dass Pascal 128 bis zum 19. Ersten nicht da ist. Welcher Name ist das? Happy, bist du da? Auch zurück. Dennis, du musst alle hoch. Zurück. Du musst die Klappe zumachen. Debbie, warst du down? Schade, hätte ich jetzt noch ein bisschen gewartet, hätte ich wahrscheinlich. Ja, wir kommen jetzt ungefähr von der Gruppe von 12, 13 Leuten runter. Die Klappe. Komm bitte zurück. Okay. 26 Level und verdammt gutes Equip weg. Oder weniger Leben. Sebastian. Scheiße, scheiße. Wir sind beim Steppenschrein. Wir sind beim Steppenschrein. Jetzt hoch. Oh nein. Hier in der kleinen Gruppe können wir jetzt nochmal ein Stück vorlaufen. Lauft nochmal ein Stück vor mit. Da, hinter Zickzack. Dennis, komm jetzt. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was für eine Taktik die irgendwie guck mal, da oben rechts verfolgt Menschen. Haben. Ich bin ja. Aus dem das ist Menschen wirklich schlau geworden. Okay, versucht nochmal hier runter zu dem Speech reinzukommen. Dennis, du musst die Klappe zu und dann da springen. Ist noch ein Mensch. Schnell, noch ein Mensch. Wir haben Zeitdruck. Das ist wahrscheinlich ein Mensch gleich von hinten zu kommen. Dann versucht jetzt irgendwie noch Kills zu machen, die Max gestellt zu haben. Ihr kriegt dafür 2 Punkte für jeden Kill. Julius, Mortas, jetzt wo seid ihr? Genau, und jetzt wir sind mitten im Wald und wir kommen jetzt auch nicht. Wir müssen uns selber erstmal rennen. 2 Punkte ich erhalten. Ich herkommen. Ja. Ich geh jetzt wir sind jetzt gerade alle beim Stärkefreien, die wohnen noch, glaube ich, über wofür habe ich denn 2 Punkte erhalten? Dann so viel sagen. Achtung. Ich kann nur so viel sagen, Kevin hat gerade im Stream gesagt, dass die Schlacht hier zu Ende geht. Also, dass ihr weitermacht. Die wird nicht wiederholt. Ja, wieso auch? Wieso? 2 Minuten. Ich zeig euch jetzt zumindest noch, wer den Nexus gewonnen hat. Und dann, guck ich mal. Ich wurde gewonnen. Leute, komm mal hier, dass ich das Ganze hier beende. Da gerade die Menschen, ne? Ja. I hope, komm mal hier noch ein bisschen zurück. Kommt mal hier noch 2-3 Leute runter. Ich kann die mit Endtaken zu uns ziehen. Ja, mache ich auch gerade. Hat einen Stack Enterhaken. I hope, ne? Okay, ich denke mal, die versuchen jetzt einfach nur noch möglichst viele Kills zu machen. Menschen? Nee. Ja. Was ja irgendwie auch ganz sinnvoll ist. Ich bin irgendwie auf dem Wald gelandet. Von links kommt Zwerge. Von links kommt Zwerge bei unserem Spawn. Von Steckeschrein kommen auch Zwerge. Ja, meine ich. Aber wie gesagt, Leute, versucht euer Equip jetzt zu saven, die noch am Leben cool. sind. Und? Wir müssen schnell durch hier. Die Zwerge machen so viel Schaden. Ja, die Vampire sind einfach viel zu OP. Sollen wir raufgehen auf die 3 Zwerge da? Die 3 Zwerge wrecken euch, ne? Oh, ja. Okay. Ah, dass wir da jetzt die Menschen bekämpfen, ist auch ganz schön. Rennen einfach alle ohne Equip rein. YOLO! Also, Gamers Time ist offline, sehe ich gerade. Oh, da ist hinten das ein Zwerg mit Eisen Equip. Wie unterschätzt sie mal nicht. Ja klar. Sneakpick, komm weg. Sneakpick. Die kommen von hinten, wohl bemerkt. Ne? Sind Barrier Blocks. Nein, ich bin gefangen im Nexus. Warum schießen die alle darüber? Macht das Sinn? Sneak. Komm, Jared. Na gut. Jo. 30 Sekunden noch. Wo bist du hin? Ich bin im Fluss lang. Ich auch. Wer gewinnt den Nexus? Goldapfel. Ich bin im Fluss. Zwerge. Berger. Ich auch. GG. So easy, Alter. GG. Nice. Die ballern einfach rein. Was hattest du gerade für ein Equip? Ja, es ist einfach und so. Schon wieder tot, Philipp. Julius, was seid ihr? Alter, wir schießen auf den anderen. Wie viel auf den? Joe Beats? Ja. Und der Nexus wurde von den Zwergen erobert. Hatte ich auch sehr gut. Plus nochmal 2 Herzen vom Goldenen von der Tipp, wirklich einfach gewonnen. Wie komme ich jetzt aus dem Nexus raus? Ey, ohne Full Protection 4 One-Hit. Ja, schön, mit den Vampirsäbeln ist das nun mal leider so. Die Menschen kommen zurück, ich und Schnorri waren oben. Zwerge sind vorbei, dann die Menschen, dann wollten wir draufgehen. Die Menschen kamen wieder. Das ist gestorben, ich bin runtergesprungen, dann haben die Kämpfe. Ich kann trotzdem nicht mehr angreifen. Marcel, und der Nexus ist verloren. Kannst du mich aus Nexus porten? Ich bin an der Stelle, wo ich nicht mehr rauskomme. Boy, wie heißt du denn? Smooth 1884. Wie toll. Ist jetzt dieser komische Händler noch da? Kannst du mal zu mir kommen und gucken, wo ich dann bin. Dann hole ich mir 2 Dias. Okay, jetzt habe ich den TS gerade nochmal gemutet.
Ja, wie ihr jetzt merkt, den Nexus haben wir leider verloren. Es war schwierig. Vor allem habt ihr ja vielleicht mitbekommen, da oben standen irgendwie 4 Zwerge rum und die haben einfach unsere komplette Gruppe, die da auf die zukam, niedergerapt. Die waren einfach mega gut equipped. Ich habe auch tatsächlich einen ein paar Mal getroffen, der da die Treppe runterkam, war ich sehr stolz drauf, aber dann bin ich einfach von ihm runtergekickt worden. Ich wäre nicht mal durch einen One-Hit gestorben, wenn er mich nicht irgendwie... Oh, hi! wenn er mich nicht durch... wenn er mich nicht durch den Fallschaden dann getötet hätte, sozusagen. Ist schade, wirklich, wirklich schade. Ich habe ein paar Level verloren, ich habe leider auch mein Equip verloren, aber kann man leider nicht ändern. Ist halt so. Und zumindest habe ich es dieses Mal geschafft, den gesamten Nexus aufzunehmen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden wollt, schaut gerne hin und wieder mal bei mir vorbei. Ich mache zwar nicht so regelmäßig Legend-Videos, aber ich versuche immer so die neuesten Neuigkeiten zu präsentieren und die aktuellste ist, dass die Zwerge den Nexus gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die Zwerge. Ihr habt wirklich sehr gut gekämpft. Und ich freue mich schon auf die nächste Schlacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde jetzt mal versuchen, mein Equip wieder zusammenzusammeln. Und vielen, vielen, vielen Dank nochmal an Twintag für diese wahnsinnig geniale Truhe, die du mir da hingestellt hast. Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.